Amerikaner sind immer beschämt, wenn ich ihnen das erzähle. Aber in England ist es Tradition, ihre Plaketten und Fotos und Auszeichnungen sowie goldene Schallplatten und andere Dinge in ihr Badezimmer zu legen. Ich weiß nicht warum. Ich liebe es, Lady Gagas Brüste und Hintern zu sehen. Ich liebe es, die Brüste und den Hintern von Katy Perry zu sehen. Ich liebe es. Aber das ist nicht das, worum es in meiner Musik geht. Ich mache keine Musik für die Augen, ich mache Musik für die Ohren. Egal wie du aussiehst, der Schlüssel, um glücklich zu sein, ist mit dir selbst glücklich zu sein. Ich würde lieber eine Tonne wiegen und ein großartiges Album machen, bevor ich wie Nicole Richie aussehe und ein schlechtes Album produziere. Mein Ziel im Leben war nie, schlank zu sein. Ich glaube, Traurigkeit ist nicht immer verheerend. Sie kann auch sehr aufmunternd und freudig sein. Manchmal muss man sich erlauben, traurig zu sein, um voranzukommen. Es gibt dich nur einmal. Also, warum solltest du so aussehen wollen wie alle anderen? Warum solltest du die gleiche Frisur und die gleiche Meinung haben wie alle anderen? Wenn ein Mann dir nachpfeift, reagiere nicht darauf. Du bist eine Lady und nicht ein Hund. Sei mutig und ohne Angst. So weißt du auch bei einer schlechten Entscheidung, dass sie aus gutem Grund passiert ist. Hauptsächlich meckere ich, aber ich mag es auch, Gewichte zu stemmen. Ich mag mich nur nicht dabei im Spiegel sehen. Natürlich habe ich Unsicherheiten, aber ich verbringe meine Zeit nicht mit Menschen, die sie mir ständig vorhalten.